Willkommen zu unserem Wochenhoroskop 9. bis 15.09.2024. Diese Woche hält wieder spannende astrologische Entwicklungen für alle Sternzeichen bereit. Tauchen wir ein und entdecken, was das Universum für dich geplant hat. Drei Planeten kümmern sich liebevoll um dich, lieber Widder. Venus, Jupiter und Pluto werden deine Ratgeber sein, wenn du einen Ausweg aus einer verfahrenen Situation suchst. Hör auf dich selbst und achte auf Zeichen, die dir Jupiter schickt. Freu dich auf überraschende Glücksmomente. Jetzt könntest du auch auf eine neue Geldquelle stoßen, die deine arg strapazierten Finanzen erfrischt. Steht Liebe in den Sternen? Ja, auf jeden Fall. Du hast in dieser Woche große Chancen, Liebe zu finden. Es ist auch so, dass du tiefe Liebe zu deinem Haustier, zur Natur, zu deinen Kindern oder anderen lieben Menschen empfinden kannst. Diese Woche kommen Saturn und Merkur mit einer ellenlangen To-Do-Liste auf dich zu, lieber Stier. Hier ist eine Entscheidung überfällig und dort gibt es etwas ganz Dringendes zu erledigen. Keine Ausflüchte mehr, die Zeit drängt. Und wenn dir jetzt zu viele Für und Wider durch den Kopf schwirren, hör einfach auf deine innere Stimme. Unter einem Neptun-Sextil weiß die sehr genau, was zu tun ist. Mars steht im für dich günstigen Wasserzeichen Krebs. Alle aufkommenden Hürden, Blockaden oder Hindernisse steckst du mit deiner unbeschwerten und unkomplizierten Art locker weg. Nimm das zum Anlass, andere zu motivieren. Du kannst das nämlich wie immer sehr gut. Setzen dir Venus und Jupiter nur eine rosarote Brille auf oder wandelt sich die Farbe deines Alltags tatsächlich vom Grau in rosarot, lieber Zwilling? Schön, dass es dich gibt, sagt dein Partner. Gut, dass wir dich haben, sagt der Chef. Ärger, Stress, Kummer? Plötzlich alles außer Sichtweite. Venus und Jupiter schenken dir jetzt Tage, die du genießen solltest. Tanke Kraft, die du schon bald dringend brauchen wirst. Auch wenn du dir mit Jupiter in einer Sache noch so sicher bist, solltest du andere Meinungen wenigstens anhören. Picken dir dann heraus, was dir gefällt, und den Rest vergiss einfach. Zudem verleiht dir dieser Jupiter in deinem Zeichen Flügel. Du hast fantastische Ideen und die solltest du aufschreiben, damit sie nicht vergessen werden. Merkur und Mars im positiven Aspekt zu deinem Zeichen lenken den Fokus auf deine Finanzlage, lieber Krebs. Und falls es da eine Schieflage geben sollte, hast du jetzt gute Chancen, alles wieder ins Lot zu bringen. Wie? Mit Ideen, besonderer Anstrengung und mit Durchsetzungsvermögen. Auch Sonne, Neptun und Saturn schieben da kräftig mit an. Merkur steht in der Jungfrau und trifft sich mit Mars, der in deinem Zeichen steht, im Sextil. Dein Ehrgeiz, dein Engagement und dein Schwung reißen auch andere mit. Und so könnt ihr zusammen ganz viel schaffen. Verzichte jetzt also lieber auf Alleingänge, auch wenn dir das lieber wäre. Venus und Jupiter im Sextil zu deinem Zeichen, lieber Löwe. Da kommen sich Liebe und Glück sehr nahe. Mit anderen Worten, Liebesglück begleitet dich durch die ganze Woche. Die Skala der Gefühle reicht von überschäumender Lebenslust bis hin zu sehr tiefen, innigen Empfindungen. Und sag nicht, dass allzu große Gefühlstiefe untypisch für Löwen sei. In Wahrheit sehnst du dich danach. Dank Venus läuft es im Privatleben recht harmonisch. Vor allem dann, wenn du mit deinen Gefühlen nicht hinter dem Berg hältst, sondern sehr offen zeigst, wenn du jemanden richtig gern hast. Auch sonst solltest du deinen Gefühlen vertrauen. Zum Beispiel, wenn beruflich oder finanziell Entscheidungen anstehen. Jupiter ist hier der richtige Ratgeber. Du kennst das ja, liebe Jungfrau. Das meiste von dem, was dich stolz, zufrieden und glücklich macht, musstest und musst du dir hart erarbeiten. So gesehen ist in dieser Woche alles wie gewohnt. Der einzige Unterschied: Selten greifen dir so viele Sterne unter die Arme wie jetzt. Vor allem auf Mars, Merkur, Sonne, Pluto und Uranus kannst du zählen. Was soll da noch schieflaufen? Nichts. In jeder Beziehung, egal ob es sich um eine Familie, eine Partnerschaft oder eine Freundschaft handelt, müssen dann und wann die Positionen geklärt werden. Bei dir ist dies in dieser Woche der Fall. Sei bitte nicht zu rechthaberisch. Das führt zu nichts. Aber vertrete dennoch klar und deutlich deine Position. Du bewegst dich diese Woche im Spannungsfeld von sehr unterschiedlichen Konstellationen, liebe Waage. Da sind zum einen die positiven Aspekte von Venus und Jupiter, zum anderen der kritische Einfluss von Mars und Pluto. Wenn es dir gelingt, am Hochseil die Balance nicht zu verlieren, springst du am Ende der Liebe und dem Glück in die Arme. Aber fürs Hochseil brauchst du gute Nerven. Liebesplanet Venus steht in deinem Zeichen und lässt dich strahlen. Klar,
Wenn du nur mit lieben Menschen umgeben bist, fühlst du dich einfach wohl, beschützt und glücklich. Du könntest dich sogar Hals über Kopf verlieben. Dafür sorgt dann Jupiter, der für glückliche Begegnungen sorgt. Merkur und Mars treffen sich in einem Sextil, lieber Skorpion. Sie sind deine Freunde, deine Gönner. Und sie führen dich zu einem Menschen, der in deinem Leben noch sehr wichtig für dich werden kann. Er erkennt deine wahren Stärken, schätzt das, was du tust und vertraut dir. Und er hat die Möglichkeiten, dir zum Durchbruch zu verhelfen. Und das Schönste, dein neuer Held ist vermutlich auch sehr liebenswert. Skorpione sind faszinierende und wunderbare Menschen. Aber du hast ein Problem. Wenn du einmal einen Weg eingeschlagen hast, dann änderst du ihn nicht mehr. Das ist auch gut so. Aber manchmal ist es nötig und wichtig, einen neuen Weg zu gehen, weil der alte nicht mehr richtig passt. Mit deinen Sternen ist es in dieser Woche wieder einmal an der Zeit. Venus im Sextil zu deinem Zeichen will dich auf Liebespfade locken, lieber Schütze. Aber sei vorsichtig, dass diese Pfade dich nicht in einen Dschungel wildwuchernder Gefühle führen. Ein Dschungel, in dem viele Gefahren, sprich viele kritische Sterne lauern. Sonne, Neptun und Merkur beispielsweise. Also folge der Venus-Einladung nur dann, wenn du in puncto Gefühle sehr trittsicher bist. Du handelst schon, wenn du eigentlich noch in Ruhe über die Situation nachdenken solltest. Deswegen kommt es im Moment besonders darauf an, zwischendurch einen Schritt zurückzutreten und das, was du vorhast, erst einmal aus der Distanz zu betrachten. Auch abwarten kann manchmal von großem Vorteil sein. Probiere es aus. Die Liebe fristet bei dir schon länger ein Mauerblümchen-Dasein, lieber Steinbock. Liegt es an Venus oder an dir? Intensive Gefühle stehen bei dir gerade nicht hoch im Kurs und das lässt sich nicht immer auf die Sterne schieben. Sei's drum, also noch mehr Arbeit, noch eine Schippe drauf. Da hast du auch prima Helfer, allen voran Merkur und Mars. Erfolg als Liebesersatz? Warum nicht? Merkur und Mars treffen sich in einem Sextil. Das bedeutet, dass du stärker und selbstbewusster bist. Das ist ein absoluter Vorteil. Mit diesen Sternen lässt du dich von niemandem übervorteilen und auch zu nichts überreden, was du eigentlich gar nicht möchtest. Und diese Energie hilft dir, gegen andere schwierige Sterne anzukommen. Du bist so sexy, so zärtlich und so liebenswert, denn Venus und Jupiter haben dich mit ihrem Liebestrank verzaubert, lieber Wassermann. Und falls du in einer festen Beziehung bist, kann man deinen Partner nur beneiden, denn er profitiert von diesem Zauber am meisten. Weil dir trotz überbordender Gefühle der Sinn überhaupt nicht nach Affären steht. Für Singles gilt natürlich, reichlich viel Abenteuer ist angesagt. Venus und Jupiter stehen bombastisch zu deinem Zeichen. Beruflich wie privat sorgen diese beiden Planeten dafür, dass die Dinge vorankommen. Auch im Kollegen- und Bekanntenkreis kommst du mit deiner tollen Art gut an. Man findet dich sympathischer denn je. Und Singles dürfen sich auf wunderbare Chancen freuen, den Partner zu treffen, der wirklich zu ihnen passt. Mars hebt mal wieder mahnend den Zeigefinger. Achte mehr auf deine Fitness und Gesundheit, lieber Fisch. Denn wie wir alle wissen, ohne Gesundheit ist alles nichts. Was zu tun ist, das weißt du selbst am besten, aber sich mehr zu bewegen und gesünder zu ernähren, ist nie verkehrt. Also, auf die Plätze, fertig los. Und schon macht auch alles andere viel mehr Freude und Vergnügen. Sonne und Merkur stehen in deinem Partnerhaus. Wenn es in deiner Beziehung Klärungsbedarf gibt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ihr findet wieder einen gemeinsamen Weg, den ihr freudig und mit neuem Schwung beschreiten könnt. Und mit Mars kommt sogar noch eine Prise Leidenschaft dazu. Welches Sternzeichen bist du? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt darauf, deine Geschichten und Erfahrungen zu lesen. Teile ruhig auch, was dich diese Woche besonders bewegt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen hoch. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr tolle Inhalte für dich zu produzieren. Vielen Dank für dein Feedback. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine wöchentlichen Horoskope zu verpassen. Bis bald.